Die kleinen Brillenbären im Tierpark Berlin, jetzt ein halbes Jahr alt, brauchen Beschäftigung. Zuvor haben ihre Tierpfleger aber alle Hände voll zu tun. Müsst ihr aufpassen. Hier zwischen? Irgendwo zwischen. Wie hättest du das jetzt gern? Na, das Ende hängen lassen. Nein, hier. So dazwischen irgendwo. So? Ja. Na, so nicht. So würde. Na toll. Ja, Hauptsache, hast du eine in der Hand. Wollen wir mal tauschen, Herr Handwerker? Weil irgendwie. Warte. Halt mal kurz. Halt mal kurz, jetzt reicht's. So. Irgendwann ist Schluss. Hab gesagt, handwerklich. Ja, Frauen und Handwerk. Ja, jetzt bin ich aber wieder ein bisschen. Ja. Wieder Oberwasser. So, na ja, und? Wie eine kleine Torte. Mal schauen, ob es funktioniert. Erdnüsse als Lockmittel führen zur Schaukel. Die Leute warten schon ganz gespannt. Und sie werden nicht enttäuscht. Die Kinder stürmen hinaus. Mama Julia trottet hinterher. Werden sie sich auf die Schaukel wagen? Barbara lächelt, sieht natürlich sofort, wer sich da vorwagt. Und wieder ist das Mädchen. Ja, und ein Bein zur Sicherheit, aber jetzt sitzt du vollkommen drauf. Und? Das Mädchen wieder mehr interessiert als der Junge. Turbo Marco. Ja, das sind eben Frauen, die sind neugierig. Das wusste ich, dass das jetzt. Ja? Traust du dich? Turbo traut sich. Ganz Honig. Ganz vorsichtig. Schritt für Schritt. Jetzt kriegt er auch seine Ration ab. Bis am Ende. Und dann? Ja. Hauptsache, er fällt nicht runter. Dann ist alles gut. Nee, Turbo wagt sich doch nicht auf die Schaukel. 1:0 für die mutige Schwester. Nochmal abkühlen und dann raus zum täglichen Training im Zoo Berlin. Komm her, ihr Mickey Maus, komm. Komm her. Na? Komm her. Wow. Gut. Gut. Aber nicht leicht für Norbert Zahne. Amanda und Gina haben ganz unterschiedliche Charaktere. Du auch? Gut. 4 Target. Putz. Kommt ihr hier, Chaoten? Also diese junge Frau hier, die Gina, die ist nach wie vor so, dass sie beißt. Aua. Und die Amanda hier, diese hier, Die ist mittlerweile schon so, dass sie sich überall anfassen lässt. Gina, komm hier. Gina hier, komm. Aber die Bären zusammen zu trainieren ist immer eine besondere Herausforderung, ne? So, komm hier, Target. Gut, Target. Super. Ein für dich. Gut. Hier, hopp. Das machen wir auch mit Absicht hier, dass sie sich so ein bisschen strecken müssen und dabei immer ein bisschen Körperkontakt aufbauen. Ey, nicht klauen hier. Das ist mein Job. So, komm hier. Hier, hopp. Hopp. Na komm. Hopp. Super. Das zum Beispiel macht die Gina auch erst jetzt seit kurzem, dass sie sich hier auf den Körperruf stellt.
Und das ist eben sehr wichtig, dass sie sich immer so ein bisschen auf Körperkontakt hier bringen lassen, dass sie eben die Scheu verlieren und eben auch wissen, dass von uns eben nicht Böse droht, was die Grundvoraussetzung ist, um später mit dem Tier natürlich effektiv zu arbeiten und denen viele Übungen beizubringen. Ey, du Zicke! Dann komm mal hier. Legen. Gut. Amanda, komm mal hier hin. Amanda, hier. Hier, komm, hier. Super. Super. Und so ein Anfassen hier, wie mit der Amanda eben, so hier, das kann man mit der Gina noch nicht machen. Da hat man gleich eine veränderte Hand. Ne? Hopp, hopp. Gut. Ein für dich. Gina, komm, hopp, hopp. Super. Super machst du das. Ey, passt ein bisschen auf, ich hab da Finger, ja? Und die sollen da auch dranbleiben, ne? Gut. Komm her. Hier sieht man auch wieder wunderbar, als Robbenpfleger hat man im Prinzip immer nasse Hosen. Das bringt es so mit sich, ne? Gut. Ey, das ist kein Selbstbedienungsladen hier. Und legen. Hier legen. Nein. Hier legen. Gut. Guck mal, wie ich aussehe. Oh, du kannst ja richtig vorsichtig sein. Ich bin erschüttert. Guck mal, hier ist noch einer. Super. So, das war's. Die einen flüchten sich ins Wasser, der andere in trockene Hosen. Das neue Spielzeug für die Brillenbären kommt gut an. War doch eine gute Idee mit der Schaukel. Zumindest bei Bahia. Ihr Bruder ist immer noch nicht zu sehen. Na, oder? Und jetzt? Eigentlich. Rüber oder nicht rüber? Rüber, denn wackelt's. Tja, Julia hält schon fest. Mama ist ja auch da, also. Ja, was denn nun jetzt? Was mache ich? Oh, hier. Er zieht sich zurück und lässt der Dame den Vortritt. Ist doch galant. Du, jetzt kannst du loslassen. Ups. Ui. Ein super Sprung, ne? Na, guck mal, jetzt schleicht sich jeder von oben an. Ja. Zwei neugierige Kinder. Sind an allem interessiert. Auch, wie gesagt, uns gegenüber nicht irgendwo böse. Also. Naja, das haben sie ja von Julia mitgekriegt. Ja, genau. Wie gesagt, Julia ist ja bei uns groß geworden. Eigentlich so sind wir doch recht zufrieden mit den Kindern. Auch wenn es hier, wie in jeder Entwicklung, ein Auf und ein Ab gibt. Ein Paar sind diese beiden immer noch nicht. Statt Marabu Hänsel wendet sich Elke weiterhin lieber Ronald Richter zu. Na, Elke? Ja, der Hänsel auch schon wieder nervös. Jetzt werden wir mal das Grüne wegmachen, ne? Genau. Hänsel hat nichts zu melden. Willst du ein bisschen von dem für dein Nest? Ja? Ja, in diesem Jahr ist das ja nun mit der Elke und dem Hänsel auch nichts geworden. Sie baut noch gerne Nester, aber das ist auch alles. Wir können ihr ja schon mal, jetzt ist ja die Walnusszeit, jetzt können wir ihr wieder eine Walnuss reinlegen, damit sie beschäftigt ist. Na, genau, du kleine Schnecke.
Geh doch mal zum Hänsel. Such den mal. Guck mal, der steht da so einsam und verlassen. Kannst dich ruhig mal um deinen Mann kümmern. Nein. Elke liebt einen anderen. Eigentlich könntest du es auch selber machen. Warum muss ich dir immer wieder helfen? Und dann kommt doch kein Ei. Oh, dein Ring ist schon wieder total verkeimt. Ja, ich weiß, ich gehe da auch ja nicht heute ran. Nicht, dass du wieder den ganzen Wochenende nicht mehr mit mir sprichst, ja. Die ganze Woche dann nicht mehr mit mir sprichst, sozusagen. Hier, schick. Hier, fein. Hm. Da ist dein Mann. Da ist der Hänsel. Nee, Elke. Ja. Ach, du bist schon eine Maus. Die Maus ist ein afrikanischer Storch. Also eine nahe Verwandte vom Klapperstorch. Da könnte Elke sich eigentlich selbst die Kinder bringen. So, ja, Ronald muss noch ein bisschen was machen. In der Natur legen Marabus ihre Nester auf Bäumen oder Felsenklippen an. Naja, zur Not tut's auch eine Schubkarre. Tja, wie kommt man auf diese Karre? Wozu hat ein Marabu Flügel? Und mit einer Spannweite von annähernd 3 Metern schon fast Konkurrenz für den Andenkondor. Genau. Und wo soll ich jetzt mein Unkraut lassen? Unkraut? Das ist Mistmaterial. Du musst mal ein Stückchen vorrutschen, dann kann ich es ablegen. Dann kannst du gleich weitermachen. Und dafür ist Platz in der kleinsten Karre. Aller guten Dinge sind 3. Auch beim Nachwuchs der Goldtakine. Komm zu deinen Brüdern. Alles? Kleiner Fratz, bist du durch? So ist fein. So. Guck mal, was ich habe. Was habe ich denn? Mal hier, bis. Das ist unser kleines Baby. Er hat sich gut entwickelt. Mal hier. Bei den halbwüchsigen Bullen muss man aufhören, die haben gerade ihre Pubertät. Da muss man mal sehen, wie man mit denen am besten umgeht. Und eigentlich will ich mit den Kleinen mal spielen, aber wir schaffen es noch nicht, auf Fingerlänge ranzukommen. Komm mal hier. Schauli, komm mal hier. Interessant wird werden, wenn die nicht schlecht werden, wie diese denn sich untereinander bekriegen oder ob das, die Anlage ausreicht, wenn die sich aus dem Wege gehen. Da müssen wir jetzt als Tierpfleger auch noch lernen oder dazulernen, wie das am besten geht. Und so lange ist René Walter ja zum Schutz da. Na, kleiner Max, komm her. Hast dich erschrocken. Ja, der ist ein bisschen unsicher, wenn die Mutti nicht da ist. Kein Wunder. Die anderen markieren ja gerne mal den starken Mann. Wo sie denn immer sehr mutig werden, wenn sie auf dem Felsen sind, dann sind die nämlich größer und dann fangen sie oben an zu spinnen, von oben herab. Na, fängt schon an hier, den langen Hals zu machen hier. Also, kann jetzt hier nicht. Aber der Kleine will nichts, nicht wirklich von mir wissen. Ist auch nicht so gewohnt. Man kommt sehr schwer an ihn ran, um das mal ab und zu trainieren. Aber ist schon putzig, wenn man ihn knuddeln könnte. Ein kurzes Schubsen genügt und schon weiß er, dass er zurückzuziehen hat. Ich lasse jetzt mal die Mutti raus. Sushi, komm. Komm zu deinem Söhnchen. Komm, Hübsche. Wo bist du denn überhaupt? Hier ist er ja. Eine Hübsche. Siehst du wohl. Leckerli Kräuter.
Ja, super gesund, ne? Hexe dicke Milch. Und jetzt hat sie das Sagen. Die Bullen ziehen sich lieber zurück. Haben wir vorhin noch gut gefressen. Jetzt, traust du jetzt zu mir? Jetzt ist doch die Mutti da. Komm mal her. Er wird über ein Jahr bei der Mutter bleiben. Mit Sicherheit, da sie nicht prangend ist. Mit Sicherheit nicht, weil die Bullen sind ja noch nicht geschlechtsreif. Die wird ihn noch lange über ein Jahr noch beschützen vor den anderen. Muss man sehen. Im Tierpark bekommt jeder seine Zeit, die er braucht. Auch Shaolin. Kucku. Mädels. Die wollen lieber noch abhängen. Wie Daniel Holin. Der Papi ist aus dem Urlaub wieder da. Und die Seekühe haben in der Zwischenzeit blau gemacht. So, wollen wir mal gucken. Ihr habt bestimmt wieder alle verlernt. Ja, zum Beispiel aus dem Wasser zu kommen. Therese, komm mal her. Gnädig lässt man sich herbei. So ist fein. Na ja, also fein stellt man sich irgendwie anders vor. Und wie man sieht, haben die ja keine Lust. Ich würde auch viel lieber noch zu Hause im Bettchen liegen und noch mal 3 Wochen Urlaub haben. Das wäre super. Super. Von daher kann ich euch ja nicht böse sein. Ja, da haben sich die 3 ja gesucht und gefunden. So, liebe Mia, wie du aussiehst. Bist ja voll dreckig. Komm mal her. Dann machen wir mal Seekuh-Pflegeprogramm. Das haben die am liebsten. Kann ich auch nachvollziehen. Auf dem Bauch liegen oder auf dem Rücken liegen und sich im Bauch kraulen lassen. Ja, aber die Flossen, oh, ich weiß, das magst du immer nicht so doll. Aber das muss sein. Flossenpflege hat auch mancher Mensch nicht gern. Kenne ich aber. Als Kind wollte ich mir Oma nie die Fingernägel sauber machen lassen. Siehst du, wieder scheinst es Einvernehmen. Alter Zicke! Sehr phlegmatische Tiere. Da heißt es, ruhige Hand bewahren. Los, fein. Na los! Na los! Kopf hoch! Kopf hoch! Andere Flosse, komm! Andere Flosse will ich sehen! Na los! Na los! Guck mal hier! Na los! Mia! Das war nie richtig. Das war nur ein Teilerfolg. Gibt nur eine halbe Banane. Hier. Ja, Daniel Holins gute Laune nach dem Urlaub scheint in akuter Gefahr. Komm mir irgendwie vor wie so ein Fitnesstrainer für übergewichtige Frauen. Ein Schelm, wer dabei an Planschkühe denkt. Vielleicht sollte ich es mal mit Pralinen versuchen. Na endlich hat er es begriffen. Gleich ist die Pinselohrdame nicht mehr allein. Hallo Gunda, jetzt los. Action auf der Schweineanlage. Na mein Schweinekind? Alles okay? So, jetzt geht's los. Na, meine Schweinekinder. Schweine, Schweine. Wollt ihr mal zur Gunda? Zum bayerischen Girl? Oktoberfest im Zoo. Schweine im Weltall nicht. Ötzi, ötzi. So, meine Schweinekinder.
So, dann wollen wir mal sehen. Was hier los ist. Nimm mal rüber, Burschi. Dann guck mal. Hopp. Und weiter. Dann guck mal. Seltsames erstes Rendezvous. Ja, die Gunda ist noch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen schüchterner. Aber nicht nur sie fremdelt. Ja, der Eber ist so ein bisschen misstrauisch, weil er nicht unbedingt so gewöhnt ist. Aber so ein ganz lieber. Wenn man sich überlegt, so ein Tier kann, ja, sag ich mal, bis 150 Kilo schwer werden kann, der hat ordentliche Kraft hinter. Also der könnte mich hier locker über die Anlage schmeißen. Und deshalb habe ich auch den Besen dabei, weil ein alter Futtermeister, der hat mal zu mir gesagt, man muss immer was in der Hand haben. Schön, wenn er es auch in der Hand hätte, dass sich der Eber bald mit der neuen paart. Dazu ist das bayerische Girl da. Die Strauße haben heute Aussicht auf einen ganz raffinierten Futterplatz. So, kommt mal her. Marci. Alles unter Dach und Fach. Eine Idee von Christian Möller. Dadurch, dass die ja immer das hochwerfen, damit im Rachen landet, die sammelt es auch zum Teil und es wird dann runtergewirkt. Und deswegen sieht es immer so ein bisschen nach Schlingen aus, aber im Endeffekt sitzt ja auch immer nur kleine Mengen, die sie aufnehmen. Morgens liegt hier alles voll am Boden und dann früh holen wir die kleinen Strauße auch rein, dass sie hier auf dem Balkon sind morgens und dann fressen sie davon die kleinen. Also das geht schon alles, das wird alles verwertet. Und wenn nicht, holen sich die Spatzen und die Krähen den Rest. Jetzt ist aber erst mal eine hungrige Schar Straußenkinder am Marsch. Und eine reich gedeckte Tafel erwartet sie. Ah, kommen sie ja schon. Das ist einfach bloß ein Regenrinne. Rohr haben wir uns so einfallen lassen. Mit den Handwerkern, die hier arbeiten, besprochen, halbiert, Halterung rangemacht. Das Ding kann man wunderbar abnehmen. Und wenn die größer werden, können wir es auch mal Stück für Stück höher hängen. Und man sieht, die nehmen es ja sehr gut an. Mann, so wie die kleinen reinhauen, da kann man ja fast Angst bekommen. Mit dem Futter muss man auch aufpassen, die ersten Wochen, dass sie eben nicht zu viel Futter kriegen, weil sie schnell fett werden dann und die Beine sind nicht mehr tragen. Aber hier auf der Anlage ist es eigentlich nicht gegeben, weil die ja wirklich die ganze Zeit hin und her laufen können. Auch die Nachzügler, die Christian Möller aus dem Ei geholt hat, sind dabei. Die beiden, die ich aus dem Ei gepellt habe, denen ging es ja dann gut. Konnten wir ja wunderbar sehen, dass sie sich da erholt haben und auch gut gelaufen sind. Dann haben wir sie dazu geführt und es hat auch Gott sei Dank gut geklappt. Ich hole die ja morgens immer durch diese Tür rein. Die sind hier auf dem Balkon, kommen sie morgens immer her. Da haben wir sie, die beiden dazugesetzt, damit ich auch mal ein bisschen beobachten konnte, ob die unterm Flügel gehen bei Eltern. Die legen sich ja hin, die Kleinen gehen unterm Flügel morgens noch. Und es hat wunderbar geklappt, habe die dann morgens hier rausgelassen. Und die sind ja auch gleich mitgelaufen. Wunderbar, ja, schwer zu erkennen, wir haben sie ja im Fressen sehen. Die sind, glaube ich, ein bisschen kleiner, aber das kann man einfach nicht mehr erkennen, welches es wirklich sind. Das ist ja auch ein gutes Zeichen dann. Und wer groß und stark werden will, holt sich schnell noch eine extra Portion. Endlich ist der ersehnte Nachwuchs da. Das Schnäuzchen, das hinter Mama Betty hervorlugt, gehört einem Mädchen. Einen Namen hat es noch nicht, aber schon sichtlich Spaß beim Baden im Schlamm. Nun müssen Andreas Buber und Mike Jarzebowski die beiden aber reinholen. Natürlich immer mit Blick auf die eigene Sicherheit. Welche zu? Ja. Das ist das kleine. Die schwarze Betty mit dem noch kleiner. Gute Betty. Gute Betty. Ja, ja. Ja, ja. Du darfst nicht rein, ja, aber du gehst trotzdem. Ja. Hallo, Zipfelohr. Ja, feines. Hallo. Tier. Hops, schnell weg, ne? Mutti passt auf. Ja. Okay, die wollen ja eh rein, oder? Die wollen ja rein. Park
Wir haben gerade nachgerechnet, es dürfte sich um die 10. Geburt handeln von so einem Nashorn hier in dieser Einrichtung. Und das ist Bettys 5. Kind. Mit Knäckebrot anlocken, klappt nicht jeden Tag. Schauen wir mal, was kommt. Gestern hat das funktioniert. Mutter und Kind in trauter Eintracht. Und die Geburt nahezu mustergültig. Die war genau hier und war ziemlich... Ist ziemlich langsam alles rausgekommen. Die Fruchtblase mit Nashornfüllung. Ja. Und das Kleine ist auch ziemlich schnell gestanden. Dann war ganz unspektakulär und so eine Bilderbuchgeburt eigentlich. Das kann jetzt noch ein bisschen dauern, oder? Ja. Ich weiß nicht, ob die draußen überhaupt getrunken hat. Vorhin bei dem ganzen Zirkus. Ja. Respektvoller Abstand zu Mutter und Kind ist schon angeraten. Betty wirkt zwar schwerfällig und träge, doch einmal in Fahrt ist sie mit 40 bis 50 Kilometer pro Stunde eher eine Dampfwalze, denn ein Nashorn. Hängen gelassen wird das indische Riesenflughundbaby nicht. Abends darf es sogar mit nach Hause, zu seiner Ziehmutter Jenny Ballentin, damit sie es rund um die Uhr versorgen kann. Na, Oskar? Ui, die Tür war zu. Hallo. Jetzt hast du mich gesehen, ne? Ja, nur mit Handschuh. Schatzi, du bist nämlich schon ganz schön grob mit deinen scharfen Krallen, ne? Ja. Möchtest du raus? Dann komm hier. Komm her. Musst du mal loslassen, komm. Oh, ist fein. Oh, ist fein. Ja. Oh, ist fein, ne? Guck mal. Gehst jetzt üben. Fliegen üben. Komm. Nicht schon wieder hier. Nein. Komm her. Ah, wie hast du denn da unseren Fruchtzwerg? Halt mal fest, du kannst dich bei ihm einkratzen. Naja, ich muss mich ja gut mit ihm stellen, ne? Komm her, Hasi. Na, erstmal, nein, du sollst mich nicht immer beißen. Ich gewöhne dir mal ab, komm. Einmal anhängen. So. Hallo, Oskar. Ja, kratz dich mal bei ihm ein. Komm mal her. Guck mal hier. Mal seine Lieblingspapaya in die Schnute. Das kann ja nicht schnell genug gehen, ne? Nein. Oh je, Mini. Hoffentlich rieche ich nicht nach Fisch, dass ihm das jetzt ein bisschen stört. Wenn ich den kleinen Pinguin gefüttert habe, dann hat er erstmal Jens. Ja, dann wurde er Jens zickig, weil ihm das nicht schön ist. Papaya mit Heringsgeschmack, na toll. Man gönnt sich ja sonst nicht. Ja. Siehste. Naja. Fein, ne? Da wirst du dich wohl dran gewöhnen müssen. Nein, nimm mal. Hm? Ja. Oh, guck mal, Oskar, du hast Besuch. Ein Dauergast bei Christine Hein, wenn ihre Kollegin im Urlaub ist. Also ich glaube, ich müsste mir dann vorher immer richtig gründlich die Finger waschen. Ich denke mal, das ist ihm ein bisschen unangenehm. Das kann sein. Ja. Die riechen ja wirklich ganz extrem gut. Ja, ja. Mhm. Früh, wenn du ihn mitbringst, dann beschnuppert er mich ja auch mal ganz ausgiebig. Also wenn ich dann noch keinen Fisch angefasst habe, dann bin ich wahrscheinlich ein bisschen attraktiver für ihn. Guck mal, die Kleine. Jetzt guckt sie mal, ob man Papaya essen kann. Du wirst doch wohl nicht Papaya essen. Du bist ein Pinguin. Oh, das sind schöne Übungen, die er jetzt macht. Also da können wir zufrieden sein. Wenn er das jeden Tag öfter mal macht, bei dir macht er das zu Hause auch noch, wenn er dann aktiv ist. Bei mir zu Hause lässt er sich dann auch fallen. Und dann klettert er am Sofa hoch und hat ihm gerade so in den Weg kommen. Ja. Und dann muss er in den Käfig. Das ist mir dann nämlich doch ein bisschen zu viel des Guten. Ja, bevor er auch irgendwo hinterklettert, ne? Wisst ihr auch nicht, wo er denn letztendlich sich wehtut. Das kann passieren. Dazu sind ja doch die Flügel zu empfindlich, ne? Und der ist ganz flink auf dem Fußboden unterwegs, ja? Wie eine Krabbe, wa? So macht das ein ordentlicher Flughund. Er dreht sich um.
Aber nur dabei. Kraftvoll und elegant wie ein Artist auf dem Hochseil. Doch seine Fans möchte er lieber auf Distanz halten. Tommy, Lila, Mann, guck mal, wie wir hier haben. So hat das ja noch gar nicht gesehen. Guck mal. Hallo, Oskar. Ich glaube, er interessiert sich nicht wirklich dafür. Erst wenn er riecht, was hier los ist. Guck mal. Nee, war Oskar. Nee, das ist nicht deins. Das ist nicht dein Beuteschema. Nee, jetzt muss er erstmal vor Schreck pullern. Und der Kleine hier, ich glaube, der kriegt ja nicht mit, das hier. Ist nicht dein Thema, wa? Süßer? Ein Hering wäre dir jetzt lieber. Ja, guck mal. Oh. Dein Kind ist undicht. Naja. Hat so jeder seine Freuden. Oh, Oskar, du pieselst dich vor Schreck gleich an. Ja. Naja, ihr gehört halt nicht in eine Welt, ne? Ja, seine beiden Freundinnen und die Plüschente am Kronleuchter reichen ihm völlig. Nein, mit Pythons möchten Normalsterbliche es nicht unbedingt zu tun haben. Gerrit Vogt und Nico Astor haben eben andere Vorlieben. Unsere kleinen Blutpythons hast du ja schon gesehen, die Kinder, ne? Mhm. Wie haben wir denn bisher gefressen? Na, zwei haben von denen fünf bis jetzt gefressen. Die sind ja jetzt 4 Wochen alt, das heißt, in 2 Wochen spätestens müssten sie alle durchgehäutet haben. Und musst schon ganz genau hingucken, du kannst anhand dieser Zeichnung hier oben unterscheiden, wer gefressen hat. Da ist einer bei, der hat auch 4 Punkte, sind aber sehr gleichmäßig. Da musst du aufpassen, die, die schon gefressen haben, die sind auch nicht mehr so artig in der Hand. Da kommt dann langsam Mama und Papa durch. Kann ich dir den mal geben? Weil der hat noch nicht gefressen. Und bei ihm sieht man ja sehr schön die Beule. Also da ist das Futter. Die Tiere müssen fressen, sonst verhungern sie. Tun sie es nicht allein, wird geholfen. Deshalb tägliche Kontrolle. Leg dich mal hin. Also da sieht man den Unterschied. Dieses Tier hat gefressen und dieses Jungtier hat noch nicht gefressen. Momentan fressen sie nestjunge Babyratten. Und später steigen wir dann um auf kleine Mäuse. Und die hat schon gefressen hier. Mhm. Die hat eine ganz typische Zeichnung hier. Das ist die einzige, die so aussieht. Als Jungtiere kann ich sie noch so schön händeln, sind also sehr lieb. Die Alttiere kann man dann nicht mehr in der Hand nehmen, weil sie sind sehr, sehr beißfreudig. Hier haben wir jetzt die Elterntiere von den kleinen Blut- bzw. Kurzschwanzpythen drin. Das sind 2 Mädchen. Und der Mann. Auch dieses Terrarium haben wir dem Waldgebiet nachgestaltet. Mit einer Wurzel, mit Pflanzen, Mäuschen nachher. Bei ihr musst du aufpassen, sie hat Hunger. Also unser kleines Mädel hier. Ja. Ist gut. Die badet sehr gerne. Das ist die Mama. Ich greife bewusst nicht mit den Händen rein. Ich halte also einen Sicherheitsabstand. Und hinten, dieses leicht rötliche Tier, ist der Vater. Also wir müssen schon aufpassen, weil sie könnte uns also ohne weiteres entgegengeschossen kommen. Und in dem Moment, wo die zubeißt, legt die natürlich auch gleich eine Schlinge. Das heißt, sie versucht uns zu erdrücken, was sie nicht schafft. Aber sie sind so kräftig, dass wir also mindestens 2 bis 3 Leute bräuchten, um das Tier wieder vom Arm abzuwickeln. Die haben halt eben enorme Kraft. Vor allem der Vater macht mit seiner rötlichen Farbe dem Namen Blutpython alle Ehre. Die Schraubenziegen wittern Ruhestörung und sind auf und davon.
So, Thorsten, dann werden wir uns heute mal die Klauen angucken, ob wir da mal wieder ran müssen. Hakt ein bisschen. Das hakt gleich noch mehr. Die Schraubenziegen wollen keine Klaueninspektion. Mäuse! Happenpappenlecker! Ist ihnen ziemlich wurscht. Dann füttern wir mal an, mal gucken, ob sie kommen. Ich gebe schon mal Heu. Es sind aber lange Esters hier. Ja, eigentlich wollten wir uns jetzt mal die Füßchen angucken, weil wir bei den Schraubenziegen so immer im Jahr müssen wir die mal schneiden. Die kommen aus den Gebirgsregionen von Afghanistan, Turkmenistan, Usbekistan, also südliches Russland. Und durch diese ganzen Felsen dort haben die natürlich auch ein extremes Klauenwachstum. So, und die wollten wir uns jetzt eigentlich ganz gerne angucken. Thorsten, mach mal was. Soll ich sie dir zutreiben? Ja. Mäuse! Könnt ja mal gucken, ob ich mit ein bisschen Knäckebrot die hier etwas näher kriege. Das mache ich mal. Eigentlich müsste die Begeisterung jetzt Wellen schlagen. Weil Knäckebrot macht immer schön Krach. Das hören sie auch auf der Distanz. Kommt mal! Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Doch. Maja hat Erbarmen mit Marco Rosenfeld und Thorsten Heidmann. Die Maja ist im Prinzip jetzt mit die Ranghöchste. Und die tastet natürlich vor und bringt die anderen dann auch alle hinterher. Ne? Also kann auch sein, dass dann die Ranghöchste sagt, nee, auf Abstand, und dann kommen sie halt nicht. Heute ist ein Glückstag. Na komm mal, Schätzchen. Komm mal hier. Höppchen, Galöppchen. Knäcki, Knacki. Knäckebrot liebt auch der Altbock. Der Scheilisch mit wehendem Haar. So, Thorsten, jetzt guck. Also bei den Jungtieren werden wir noch nicht ran müssen, auf alle Fälle von diesem Jahr. Da hat man dann immer erstmal ein Jahr Ruhe. Picasso sieht auch gut aus. Das ist unser Jungbock da hinten. Eine Stelle findet sich beim Jungbock doch noch. Der hat aber hinten. Hinten links ist etwas länger. Aber schon eine possierliche Größe, ne? Und die Hörner, die machen dann doch schon Respekt. Klauen schneiden bei Schraubenziegenböcke, also da brauchst du dann schon so 3-4 starke Herren, die dann ordentlich zupacken. Also ist immer Action bei denen. Und da ist man zufrieden, wenn alle wieder heil aus dem Stall raus sind. Und erleichtert, wenn sich ihre Klauen selbst auf den Felsen abwetzen und gar kein menschlicher Eingriff nötig ist. So wie heute. Wir müssen nicht ran. Das ist eigentlich das Beste von der ganzen Geschichte heute hier. Dass wir da erstmal wieder eine Weile Ruhe haben, weil das ist ja nicht nur für die Tiere Stress, sondern für uns ja auch letztendlich. Ne? Also beim Bock war zwar ein bisschen, aber das können wir ja ignorieren. Genau, das ignorieren wir jetzt einfach mal. Wenn es dann hart auf hart kommt, machen wir mal eine kleine Aktion so zwischendurch. Allgemeines Aufatmen bei Mensch und Ziege. Was für ein schöner Tag. Gleich verwandelt sich die Gorilla-Anlage in eine Bühne. Aus dem Fernsehen die Kochshow, ist im Zoo die Futtershow, moderiert von Christian Aust. Wir machen ja seit ein paar Tagen unsere kommentierte Gorilla-Fütterung. Und dann gucken wir mal, wie das klappt, weil wir sind natürlich noch nicht ganz so eingespielt. Wir haben ja auch so einen kleinen Leitfaden, den wir uns erstellt haben, zusammen mit unserem Kurator, was eigentlich in unserer kommentierten Fütterung erwähnt werden sollte. Also auch für mich was ganz Neues. So, los geht's. Akteure ohne Lampenfieber, Publikum mit Erwartungen. Kleinen Moment mal bitte. Das ist heute etwas anders als sonst. Und endlich ein kurzer Auftrittsapplaus.
Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer Gorilla-Fütterung. Wir haben hier auf unserer Anlage 4 Gorillas. Fangen wir mit dem Ivo an. Der Ivo, der ist 23 Jahre alt. Ivo. Hoheitsvoll. Der Silberrücken. Er ist in München geboren und ist über Station von Teneriffa nach Amsterdam seit 2005 dann zu uns gekommen. Und er hat sich hier wunderbar eingelebt. An ihm kann man sehr gut erkennen, warum man zu den erwachsenen Männchen Silberrücken sagt, weil seine silbrige Färbung sich vom Kopf bis zu den Schenkeln zieht. Der Ivo, der bringt ca. 190 Kilo auf die Waage, ist knapp 1,70 groß, für einen Silberrücken nicht unbedingt sehr groß. Ja, die jetzt hier in der Mitte, die schon so ein bisschen ungeduldig ist, das ist die Bibi. Bibi ist 14 Jahre alt, haben wir 2006 aus dem Zoo Appenheul geholt. Sie hat sich ganz schnell zu einem Lieblingsweibchen von Ivo entwickelt. Wir üben uns immer noch etwas in Geduld und hoffen natürlich, dass sich bald auch bei uns Nachwuchs einstellt. Bibi ist ganz gut zu erkennen an ihrer Angewohnheit, sich die Hand, meistens die linke Hand, ans Ohr zu halten. Wir denken immer, dass sie mit ihrer Heimat telefoniert, aber das sieht eben natürlich nur so aus. Hier links ist die Pansy, sie ist 25 Jahre alt, sie ist hier in Berlin geboren. Pansy ist ein sehr großgewachsenes Weibchen, irrtümlicherweise wird sie auch oft als Silberrücken verwechselt und sie ist einfach ein bisschen kräftiger gebaut. Jambala. Jambala ist hier bei uns in Berlin geboren, sie ist jetzt fast 10 Jahre alt. Ist eine Handaufzucht. Ihre Mutter hatte sich damals leider nicht um sie gekümmert. Aber umso schöner ist es eben, dass sie aufgrund dessen sich wunderbar in die Gruppe hat integrieren lassen. Man unterscheidet heutzutage zwei Arten von Gorillas, den westlichen und den östlichen. In Europa wird man meistens den westlichen Flachlandgorilla, wie wir ihn ja auch haben, sehen können, ganz gut zu erkennen an seinem etwas kürzeren Fell und an der meistens bräunlichen Färbung am Kopf. Wie Sie hier ganz gut sehen können, die Tiere suchen sich schon so ein bisschen ihren Platz. Sie sitzen etwas weiter auseinander, weil Gorillas sehr futterneidisch sind. Und da gibt es ganz schnell Gezeter. Über die Show gibt es nichts zu meckern. Dankeschön. Eine gelungene Premiere. Und nun die After-Show-Party mit Sellerie und Co. Nächste Vorstellung morgen wieder um 2. Katzenbären Isabel ist junge Mutter. Das strengt an. Während sie sich draußen erholt, kann Simone Kulay die ersten Bilder von den Kleinen machen. Ah, mal gucken. Ah, jetzt haben wir auch ein Bild. Na, dann können wir mal reingehen und gucken, was deine Kinderchen machen, wa? Machen wir noch mal zu und dann gucken wir mal. 4 Wochen sind die beiden und versuchen gerade, die Augen zu öffnen. So, hallo, hallo. Wollen wir mal Licht machen, dass wir hier was sehen? Ne? Ein Knäuel, neues Leben in einem temperierten Raum. Guck mir mal einer an. Da seid ihr ja beide, ihr Süßen. Hm? Ah. Feine Kinderchen. Hm? Hat die Mami euch mal ganz alleine gelassen? Hm, dann können wir ja schöne Bildchen machen. Und ihr schlaft schön. 2 kleine Kringel. Wie große Engerlinge seht ihr aus? Hm? Ja. Katzenbären
auch kleiner oder roter Panda genannt, leben im Himalaya in Höhen bis zu 4000 Metern. Schön kühl. Da sie gleich nach der Geburt ein dichtes Fell haben, ist große Hitze gar nichts für sie. Verregnete Sommer in Deutschland sind geradezu perfekt. So. Man sieht zwei Fellbüschel jetzt liegen. Da das Nest ja nicht zu ist, also man kann schön reingucken. Man sieht sie beide halt aneinander gekuschelt, so wie so ein Engerling so rum, schlafen sie schön. Niedlich, richtig niedlich. Und genauso niedlich wie eine Katze reinigt sich der kleine Panda, indem er sich ableckt. Deshalb Katzenbär.